Hallo, ihr Lieben. Sorry, dass ich in den letzten Wochen so wenig Videos eingestellt habe, aber ich habe zwei Unternehmen unterstützt, ja, Outlook und Office 365 zu migrieren und da haben wir jede Menge Schulungsvideos abgedreht. So, aber heute geht es um das spannende Thema Wiedervorlage in Outlook. Da lernt ihr, wie ihr Wiedervorlagen verwaltet, wie ihr Wiedervorlagen verwaltet für Eingegangene und für Gesendete, wie man die in die Aufgabenliste und in die Suchordner bekommt. Also jede Menge und dann am Ende natürlich eine Zusammenfassung und nochmal die Tipps. Los geht's. Jo, die Wiedervorlage, das Fähnchen. Viele hier klicken hier einfach auf das Fähnchen drauf, das heißt zur Nachverfolgung mache ich jetzt mal Dokumentation, Schreibstil. Ja, Fähnchen sitzt, aber wo ist die Wiedervorlage? Das heißt, nur allein des Fähnchens bringt uns nicht viel. Was machen wir also? Wir blättern uns die Aufgabenliste ein, aber da unten. Ist doof, weil wenn wir schon hier die ganze Zeit mit den E-Mails sind, dann sollten wir auch hier die Aufgabenliste sehen. Deswegen blenden wir uns jetzt hier die am rechten Rand ein. Das geht hier im Register Ansicht, in der Gruppe Layout, Aufgabenleiste, Aufgaben. So, da sind sie eingeblendet. Ihr seht, ich habe hier schon ein paar drinstehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel das CDF auch mit reinnehmen, zack, sind sie sofort verknüpft hier. Also das hier ist eine Verlinkung, das heißt, wenn ihr hier was rauslöscht, dann löscht ihr das Original. Also hier aufpassen, das Fähnchen bedeutet immer Verknüpfung. Ja, für heute verknüpfen macht auch nicht immer Sinn. Manchmal sagt man vielleicht, ich möchte es am Freitag machen oder nächste Woche. Deswegen bin ich kein Freund, einfach drauf zu klicken, einfach, außer ihr sagt, hey, ich will wirklich heute die Wiedervorlage, sondern macht doch einfach hier einen Rechtsklick. Dann könnt ihr das Ganze nämlich noch mal ein bisschen steuern. Heute Morgen, diese Woche, nächste Woche, kein Datum oder Benutzer definiert. Was bedeutet zum Beispiel nächste Woche? Ja, das kommt drauf an. Was habt ihr für eure Arbeitszeit hinterlegt? Standardmäßig, wenn ihr nichts in den Optionen verändert habt, ist eure Arbeitszeit Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr. Ist das irgendwie anders bei euch? Dann könnt ihr das hier in Dateioptionen E-Mail noch anpassen und daraus zieht er sich dann diese Informationen. Also nächste Woche bedeutet quasi der erste Arbeitstag der kommenden Woche. Und auch hier kann ich benutzerdefiniert festlegen. Das heißt, ich kann ihm wirklich sagen, wann soll das Teilchen mit meiner Aufgabenliste verknüpft sein? Wann will ich es hier sehen? Ein Tipp, Start- und Fälligkeitsdatum hängen zusammen. Das heißt, wenn ihr Start heute macht, fällig übermorgen und heute quasi das nicht erledigten Tag weiterschiebt, verschiebt sich auch das Fälligkeitsdatum mit nach hinten. Deswegen mein Tipp, Startdatum ohne, dann seid ihr immer safe und verschlüsselt nichts. Und hier das Datum, wo ich es in meiner Aufgabenliste sehen möchte. Mit Speichern ist es hier in meiner Aufgabenliste eben verknüpft. Jetzt kann ich die ablegen. Die Verknüpfung ist immer noch da. Allerdings darf ich es nicht in den Papierkorb schieben, weil dann ist eben auch die Verknüpfung flöten. So, ich kann selbstverständlich auch über statt mit dem Fähnchen hier oben das Ganze zur Nachverfolgung kennzeichnen. Ich mache das Ganze anders, denn meistens, sorry, die Nase juckt, meistens nehme ich sowieso Benutzer definiert und bis ich da hinkomme, die Klicks dauert mir zu lang. Ich mache eine Tastenkombination, Steuerung, Shift und G. Und schwuppdiwupp habt ihr die benutzerdefinierte Wiedervorlage offen. Und das Ding ist wirklich klasse, denn das könnt ihr immer, egal in welcher Situation eine Wiedervorlage ist, könnt ihr das verwenden. Ich zeige es euch mal. Im Moment ist es geschlossen. Steuerung, Shift und G ist es da. Es kann aber auch sein, dass ihr es schon offen habt. Steuerung, Shift und G ist ja auch hier da. Ihr müsst also nicht an verschiedenen Orten suchen, wo ist hier die Wiedervorlage. Und das absolut Grandiose dabei ist, es geht auch bei ausgehenden Mails oder bei gesendeten Mails. Ich mache mir eine neue Mail auf. Steuerung, Shift und M für Message. So, Info schickt jetzt an seinen Freund Office. Oh, hört sich eigentlich doof. Office und Microsoft und sage jetzt mal hier Auftrag bis 1.9. Hier unten würde ich jetzt einen Text hinterlegen. Lieber Office, bla 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 bla. Und irgendwann, hey, bitte liefer mir das doch bis zum 1.9. zu. So. Jetzt weiß ich aber, der Office ist ein bisschen vercheckt. Also es könnte schon mal sein, dass er mir die Frist verschusselt, aber letztendlich stehe ich in der Pflicht. Also was mache ich?
ich erinnere mich dran. Und jetzt kommt's. Klar, kann ich jetzt auch wieder zur Nachverfolgung gehen und mir das raussuchen. Oder ich sende es und gehe dann in die Gesendeten. Nee, ich mache das vorher. Steuerung, Shift und G. Und jetzt kommt die benutzerdefinierte Wiedervorlage für mich und für den anderen. Und das ist genial. Das habt ihr nur, wenn ihr eine E-Mail offen habt und noch nicht gesendet habt. Danach habt ihr wieder nur den Bereich. Denn jetzt kann ich es einmal im vorderen Bereich, im oberen Bereich für mich festlegen. Also wann steht es in meiner Aufgabenliste. Und unten kann ich dem anderen so richtig auf den Senkel gehen. Die beiden kann ich übrigens unabhängig voneinander nutzen. Also entweder für mich oder für den anderen oder beides, ist egal. Wenn ich es aber für den Empfänger kennzeichne und die Erinnerung setze, dann passiert Folgendes. Geht bis 1.9., also würde ich jetzt sagen hier, ich erinnere den nochmal Montag dran. Hier vielleicht, auf keinen Fall früh um 9, weil da gehen alle Pop-up-Fenster auf, das geht unter. Jetzt überlege ich, wann ist es am besten? Ach, der fängt früh an, ist ein Frühaufsteher, 7.30 Uhr, gegen Gleifensenkel. So, und sag okay. Wenn es ein Kollege ist oder eine Kollegin aus der gleichen Organisation, in der wo ich bin, also in der gleichen Firma, dann passiert am 30. um 7.30 Uhr Folgendes. Die E-Mail wird im Posteingang rot. Das heißt, der Absender und der Betreff sind in roten Textfarbe und in der Mitte kommt ein Pop-up-Fenster. Das heißt, auch wenn die E-Mail bei ihm schon ganz nach unten gerutscht ist und er das Rot vielleicht nicht mehr sieht, sieht er auf jeden Fall noch hier das Pop-up-Fenster. Außer er hat es ausgeschaltet. Das kann er nämlich. Der andere, wenn er weiß, wie es geht, kann dieses bei sich deaktivieren. Oder wenn er es in die Gelöschten geschoben hat, die E-Mails, dann geht es auch nicht mehr. Übrigens, wenn ihr so eine E-Mail bekommt, mit dem Zeichen hier, dann wisst ihr, der andere hat euch sowas gemacht, sowas präpariert. Dann könnt ihr auch die empfangene E-Mail mit STRG, SHIFT und G öffnen und dort das Wiedervorlagedatum, was für euch gesetzt wurde, anpassen, wenn ihr wollt. Also wenn es ein interner ist, geht ein Pop-up-Fenster auf und es wird rot. Ist es ein externer, also jemand außerhalb des Unternehmens, dann wird es nur rot, aber immerhin. Aber Obacht geben, länger leben, das mag nicht jeder. So, dann machen wir das mal zu. Also ihr könnt eingegangene, empfangene, gesendete, überall, STRG, SHIFT und G funktioniert immer in allen Bereichen. Jetzt sagt aber vielleicht, nee, die Aufgabenliste ist doof, die habe ich aufgemacht, da sind lauter rote drin. Ich weiß, wie die hinkommen sind. Jetzt wollt ihr aber nur die Wiedervorlage sehen, getrennt von den Aufgaben, ist kein Thema. Dafür ist der Suchordner da. Jedes Postfach hat am Ende einen Suchordnerbereich. Also hier Office hat auch einen Suchordnerbereich. Wir legen es jetzt mal für Info an. Ich mache hier einen Rechtsklick auf Suchordner, neuer Suchordner. Übrigens ein ganz bescheidener Name, das ist nämlich kein Ordner an sich, sondern es ist ein Suchfilter. Das heißt, das ist sowas wie ein dauerhaftes Suchergebnis von einer Suche. Wenn ihr hier oben nämlich was sucht, könnt ihr auch noch Wiedervorlagen suchen, dann ist es eine Momentaufnahme. Und wenn ihr woanders hinklickt, ist es wieder weg. Wenn ihr das aber mit einem Suchordner macht, ich sage jetzt hier, du Suchordner, zeig mir alle zur Nachverfolgung gekennzeichneten E-Mails, dann ist das jetzt der Filter. Und wenn ich bestätige, zeigt ihr mir in diesem Ordner alle Mails an, die ein Fähnchen haben. Das ist quasi das gleiche wie in der Aufgabenliste, nur dass in der Aufgabenliste zusätzlich noch die Aufgaben stehen. Hier nur die Wiedervorlagen. Die liegen jetzt nicht in dem Ordner, auch wenn er Ordner heißt, sondern das ist nur eine Verknüpfung. Deswegen wäre es mir lieber, der würde Suchfilter heißen, nicht Suchordner. Die liegen irgendwo, ich beweise. Ich blende hier mal die Vorschau aus, über Ansicht, Lesebereich aus. Dadurch geht er nämlich in die breite Ansicht und dann habe ich hier eine Spalte, wo das Ding liegt, die E-Mail, Posteingang, Archiv, gesendet. Ich würde ja ganz sagen, der zeigt hier alle an, aber er spart gewisse Ordner aus und dies machen Sinn. Zum Beispiel zeigt er nicht mehr an, wenn so eine zur Nachverfolgung gekennzeichnete E-Mail liegt in Entwürfe, Chunks, Gelöschte und Postausgang. Die zeigt er nicht an, aber er zeigt alle an im Posteingang, in den Gesendeten, alle Ordner, die er sonst angelegt hat. Und jetzt aber Obacht, wenn ihr hier etwas löscht, dann löscht ihr die E-Mail in dem Fall aus dem Posteingang. Es ist ja nur eine Verknüpfung. Also was müsst ihr tun? Ihr müsst das Kriterium entfernen, welches für die Verknüpfung zuständig ist. Und das ist in dem Fall das Fähnchen. Also wenn ihr hier quasi sagt, als erledigt markieren, dann wird das Fähnchen entfernt und somit die Verknüpfung zum Suchordner.
mache mal wieder hier den Lesebereich ein. Das wird für euch die Ansicht sein bei den meisten, die ihr kennt. So, wenn ihr sagt, den Suchordner brauche ich nicht, oder hier gibt es auch ein paar Suchordner, die habt ihr nicht angelegt, die hat Microsoft euch aufs Auge gedrückt, dann könnt ihr diese Suchordner entfernen, aber hier Obacht geben. Über einen Rechtsklick kann ich einmal Ordner löschen und alle löschen. Und viele haben jetzt Angst, was zu machen, weil sie denken, oh oh, die E-Mail ist dann weg. Keine Angst, es kommt ein Hinweis von Microsoft. Wenn ihr nämlich sagt, alle löschen, dann würdet ihr tatsächlich die Mails darin löschen und dann sagt Microsoft, halt, stopp! Möchten Sie wirklich alle Elemente? Und ihr sagt natürlich nein, weil sonst sind die E-Mails weg. Ihr sagt, Ordner löschen, macht den Suchordner damit nur weg, die Suchkriterien. Die E-Mails, ihr sagt da auch, werden nicht gelöscht. Prima, genauso hätte ich es gern. Und sagt, okay. Das heißt, ich habe jetzt nur einen Filter gelöscht. Die E-Mails sind weiter da. Ihr könnt jederzeit hier diesen Filter wieder anlegen. Da die E-Mails mit den gleichen Kriterien hier immer noch liegen, werden sie auch wieder angezeigt. So, das war jetzt im Schweizgalopp mal kurz die Wiedervorlage gezeigt. Gerne abonnieren, wenn es euch gefällt, denn ich habe mir für die nächsten Wochen noch einiges vorgenommen mit Outlook. In letzter Zeit war es ja sehr Teams-lastig. Ich möchte euch zeigen noch, wie erstellt ihr einen Outlook-Verteiler? Wie könnt ihr Aufgaben nachhalten? Wie könnt ihr Aufgaben archivieren, mit Microsoft Teams verknüpfen? Wie geht der Anwesenheitsassistent? Und ganz wichtig, höre ich immer wieder in letzter Zeit die Frage, wie kann ich eine E-Mail zurückrufen? Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, interessiert mich zu Outlook, schreibt es mir in die Kommentare. Und was mich vor allem interessiert, was nutzt ihr lieber? Nutzt ihr lieber die Aufgaben oder die Wiedervorlagen? Und ja, wie hat euch dieses Video gefallen? Ich sage tschüss, bis bye, bis bye. Ich sage tschüss, bye bye und bis bald.